Okay, also Leute von heute. Welcome to Peak Week Day 2. Ich habe heute Morgen schon meinen Formcheck gemacht. Mein Gewicht war bei 61,9. That's a new low for this prep. Wo sprechen wir jetzt eigentlich auf Englisch? Naja, auf jeden Fall ist es ein neues Low. Habe meinen Formcheck an Stefan geschickt und jetzt haben wir mal ganz neue Pläne. Okay. Also, ich habe einen ganz neuen Plan jetzt auch schon für die nächsten Tage bekommen, was für mich sehr erleichternd ist, weil dann weiß ich, was ich morgen esse. Und da hatte ich ja in einem Video schon erwähnt, dass es auch ein bisschen herausfordernd ist, wenn man ständig einen neuen Plan hat. So, also, heute esse ich dann den Plan vom 28.01. Am 28.01. habe ich meine Prep gestartet mit relativ vielen Kalorien. Das bedeutet, ich habe 5 Carb-Mahlzeiten, also 70 Gramm. Nee, 2 mit 60. Aber trotzdem eine sehr erfreuliche Geschichte. Und ansonsten meinen normalen Plan. Morgen esse ich nach dem Plan vom 19.02. Okay. Was ebenfalls Frühstück mit 60 Gramm Haferflocken bedeutet und auch wieder Reis und Pre und Post, also auch wieder noch mehr Carbs, insgesamt sind es 2300 Kalorien. Also am Morgen auch nochmal mehr essen und dann habe ich einen neuen Körperplan bekommen. Also, in meinem letzten Körperplan bin ich ja schon aus dem Häuschen gewesen, weil ich hatte pro Meal 100 Gramm Reis, was extrem viel ist. Beim letzten Mal hatte ich 80. Jetzt habe ich 120. Jetzt wird es spannend, meinte er. Normalerweise macht er das nicht so in der Peak Week. Aber er möchte nicht, dass mein Gewicht weiter fällt, deswegen geht's jetzt steil nach oben. Geht's jetzt steil. Ja, so, Frühstück ist hier. Haferflocken sind hier. Was gibt's bei dir? Du hast gar kein Bagel gestern gekauft. Ja, ich wollte jetzt für den grasstarken Kohlenhydraten runter. Achso, ich wollte gerade dir die Haferflocken anbieten. Ja, wobei vielleicht werde ich auch Haferflocken gehen, aber ich glaube, das ist besser wie so ein Bagel. Ja. Ja, und da gibt es jetzt erstmal Food. Ansonsten habe ich heute Geburtstag. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen schöner. Und ja, jetzt langsam. Mhm. Wie alt wirst du? 24. Ja, 24. Letztes Jahr war 23 und genau vor einem Jahr habe ich die Pro-Card gewonnen, beziehungsweise gestern vor einem Jahr. Und das war wirklich das Wochenende meines Lebens. Das war echt ein richtig cooles Wochenende. Pro-Card gewonnen, meine Mutter war da, war Hannah war da, Jule war da, wir waren alle in Alicante. Das war richtig, richtig cool. Und heute machen wir uns auch einen coolen Tag. Absolut. Und das seht ihr in diesem Vlog. Es gibt Breakfast und gleich als Nachtisch gibt es ein wunderbares Porridge. Das ist ein Nachtisch. Hier ist es gerade noch nicht die Fütterung, wenn es ein bisschen abkühlt, wenn wir uns nicht die Schnitz verbrennen. Wir uns. Damit ich mir nicht die Schnitz verbrenne. Next Meal ist Pre-Workout Meal. Rice Pudding, hier ist ein bisschen Arbeit angesagt. Und die Konsistenz ist auch schon wieder sehr interessant. Also es ist ein bisschen wie ein Stein. es ist hart. Und ich freue mich einfach auf Rice Pudding in Deutschland, dass ich einfach wieder weiß, vielfache Menge in dem Mikro. Und dann weiß ich, was da auf mich zukommt, weil hier ist wirklich immer Überraschung. Je nachdem, naja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Und dann wird hier noch ein bisschen weitergearbeitet, dass wir dann ins Training auch kommen. Hast du auch noch ein Pre-Workout oder irgendwas? Ich habe 3 Minuten gefrühstückt gefühlt. Okay, kein Pre-Workout, Rihanna. Leute, wir sind im Pull-Training. Pull besteht aus hinterer Schulter, also beziehungsweise in der richtigen Reihenfolge, Rücken, hinterer Schulter, Bizeps. Und ich fühle mich gut, ich bin gut gefühlt. Wenn man vergleicht, Zero Carbs oder jetzt habe ich schon 140 Gramm Haferflocken beziehungsweise Rice Pudding in Tuss. Das spürt man natürlich schon. Im Gefühl, in der Performance, im generellen allgemeinen Gemütszustand. Und jetzt geht's hier weiter. Bruder. Wir machen jetzt für den oberen Rücken. Ich finde es total interessant und kannst du mal gleich sagen, was dein Gedanke dazu ist. Wir haben gerade zwischen dem einen Griff zum anderen gewechselt. Einmal haben wir jetzt erst Latz für den Lat gemacht und jetzt machen wir für den oberen Rücken und haben jetzt aber auch nochmal den anderen Griff genommen, was sich besser anfühlt. Und ohne Spaß, früher hätten wir jetzt irgendwie Griffe aufgeschrieben
also ich rede jetzt von 2016, 2017, weil Person XY gesagt hat, das ist jetzt besser für die Rückentiefe, so in etwa. Ja. Nichts davon verstanden, aber einfach irgendwie gemacht. Mhm. Also mit Muskelgefühl und Anne, ich spüre das gerade jetzt doch an dem anderen Punkt. Da haben wir ja drei Jahre, würde ich sagen, unserer Trainingshistorie uns überhaupt nicht geschafft. Da warst du ja. Du hast gesagt, das geht dahin. Abgeschnappt und nachgeklappert. Alles, was gerudert wird, ist Rückentiefe. Alles, was von oben gezogen wird, ist Rückenbreite. Das waren unsere Sätze. Das waren unsere Sätze, die haben wir aber auch von anderen Menschen gehört. Ja, aber einfach nachgeklappert. Aber finde es so interessant, weil man überhaupt nicht im Muskelgefühl gearbeitet hat. Weil man wusste es irgendwie nicht besser. Hat doch einfach nur bewegt von A nach B. Ja, wirklich. Ja. Und ich finde es so interessant, wie sich sowas dann einfach im Laufe der Jahre auch entwickelt und man sich entwickelt. Wenn ihr jetzt euch genau hier an der Stelle wieder erkennt, kurze Einführung, nicht alles, was breit gezogen wird, ist unbedingt für die Rückenbreite und nicht alles, was gerudert wird, ist für die Rückentiefe. Man kann da genauso gut bzw. sehr gut auch für die Rückenbreite rudern, indem man den Latt trifft, indem man sich ein bisschen einrundet, so zieht, hat man zum Beispiel den Latt getroffen und nicht unbedingt was für die Rückentiefe getan. Genauso gut ist der Latzug nicht unbedingt nur für den Latt, sondern auch für den oberen Rücken. Und das machen wir jetzt. Wir ziehen schön die Schulterblätter zusammen, um den oberen Rücken anzutreiben. Ja, und dann machen wir jetzt mal ein bisschen Latzug hier. Und Zughilfen, wie immer Zughilfen. Wenn ihr Probleme habt, den Rücken anzusteuern, holt euch Zughilfen oder hier auf der Fibo für 40 Euro geschnappt. Oder so, irgendwas. Ja. Training ist durch. Es war super gut. Mir ist richtig schön warm geworden. Ist auch mal ein schönes Gefühl, nachdem man irgendwie immer so viel am Frieren ist. Dann warm wird und jetzt geht das zurück. Und dann bin ich gespannt, was wir heute noch so machen. Es ist schönes Wetter. Ein Zubereitungsproblem zu geben. Das war gerade eben ganz fest. Jetzt ist das durch einmal Mikrowelle so hart, so flüssig geworden. Und übergelaufen. Ich glaube, diese Reisflocken, die vertragen keine Hitze. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Oder? Ja. Mal abkühlen lassen. Hm. Natürlich super ärgerlich. Machst du nix? Machst du nix, guckst du nur. Post-Workout-Meal? Bei Hanna? Reiswaffeln, sind keine Chips. Keine Chips. Und bei mir gibt es ein Reispudding. Also zweites Post-Workout-Meal und ich hatte gerade eine richtig gute Idee. Und zwar, wir machen ein YouTube-Video. Hanna ist ein Tag so, wie ich in der Prep esse. Ich glaube, das wäre ein gutes Format. Stimmt mal ab. Schreibt mal in die Kommentare, gebt mal einen Daumen hoch. Ich würde es richtig gerne sehen. Und was sagst du dazu? Hanna, da hast schon richtig Bock. Nee, können wir machen. Dadurch hast du ja auch kein Fleisch und Fisch. Ich esse kein Fleisch und Fisch, nur Ei. Das kriegst du hin. Ja. Mega. Machen wir. Beziehungsweise machen wir nicht. Stimmt erstmal ab, ob es. Ihr braucht nicht abstimmen, wir machen das. Ich bin auf jeden Fall überzeugt von diesem Video. Vor allem, weil ich es auch zu eigenem Interesse einfach mal sehen möchte. Cool. Aber du wirst sehen, dass es gar nicht so übel ist. Okay, aber wir machen es natürlich an einem richtigen Diättag. Also, dass wir beide ja. Schon mal nicht. Ja, okay. Das war das Kind. Ja. Nur gestern soll ich den Gericht am besten. Also Hanna weiß, was ich benötige. Ich bin in einem Massagestudio und bekomme jetzt eine Massage. Freue mich sehr. Und jetzt mache ich dich schön entspannt. Also perfekt für eine Pik-Pik. Also ich bin wieder zurück in der guten Stube. Also genau, Hannas Überraschung war mein Massagetermin. Und ich habe das schon mal gehört. Oh Gott. Diese Art Thai-Massage, die wir immer machen. Das ist eigentlich keine Thai-Massage. Was machen wir denn? Eine Massage. Okay. Thai-Massage ist eigentlich ein bisschen actionreicher. Oh Gott. Ich habe Klamotten bekommen. Ein T-Shirt und eine etwas weitere Hose. Ja, und dann ging es richtig los. Der hatte natürlich der Dude. Also das war der Dude, der auf dem Fahrrad saß. Der hat sich schon mal warm gestrampelt, als wir da ankamen. Und ich glaube, der hatte auch so, das ist ja auch eine Physiopraxis gewesen, der hatte natürlich auch so einen leichten Physio-Background, glaube ich. Dass er noch besser. Wurde massiert am Ende? Ich wurde massiert, ja. Aber dass er noch besser wusste, wo man so reinarbeiten kann, okay. Was ganz gut war. Wir hatten auch einmal eine Horrormassage auf Bali. Da ist mir über die Knochen gefahren. Das war ja ganz furchtbar.
Das war es überhaupt nicht. Aber stellst dir vor, ich im T-Shirt mit einer, so einer weiten Hose, so knielang, mit so einer Kordel. Oh Gott! Und dann war das schon Massage. Es war auch wirklich gut. Es war auch wirklich gut, aber es war nicht ansatzweise wie eine Massage, die ich jemals vorher in meinem Leben gemacht habe. Und ich würde es auch manchmal teilweise, ich würde es beschreiben als eine Fusion aus Massage, Physiotherapie und Stretching. Okay. Also der hat richtig mit meinem Körper gearbeitet, sozusagen. Also auch dann hier mal den Arm und hier. Es war alles etwas aktiver. Ja, aktiv trotzdem ganz gut. Das Einzige, wo ich kurz mal so dachte, oh, sage ich jetzt was, aber dann habe ich es gelassen, weil dann war es auch schon wieder vorbei, war so ein bisschen, als er so an meinem Glut rum gedrückt hat, okay. Also weil es schon so ein bisschen punktuell so mit dem Ellenbogen da rein, was an sich gut ist, aber ich wollte jetzt mir auch keine blauen Flecken einsammeln. Aber ansonsten war es mega. Also einmal richtig mobilisiert hier den ganzen Bewegungsapparat. Okay, Bewegungsapparat ist auch gut. Ja, und ich bin wirklich nur in der Bauchlage einmal ganz kurz eingeschlafen. Ah ja. Weil sonst bin ich sofort weg, ne, bei diesen Geschichten. Aber ich war wach. Ich war wach. Aber trotzdem war es entspannt. Also es hört sich jetzt gerade negativer an, als es eigentlich war, weil es war wirklich gut. Aber wie es heißt, du so reinkommen bist? Wie war's? Ja, das erzähle ich dir jetzt mal. Ja, weil es wirklich überhaupt nicht so war wie sonst. Ich glaube, das ist aber eigentlich Thai-Massage. Die macht bei uns das herum am Ende ja auch ganz kurz. So in etwa, aber das die ganze Zeit. Ah. Wie wenn wir bei Serung sind, in Iwilisberg, bei uns zu Hause. Und die dann einem am Ende nochmal so ein bisschen mit den Armen irgendwie hinterm Kopf und dann einmal sich selbst so über den Körper schmeißt. Genau, genau das. Also für ihn ist das anstrengend. Weil er war wirklich in, also der... Ja, schweißnass. Das jetzt nicht, aber der war schon die ganze Zeit in Bewegung. Ne? Ja, und hat mich gegriffen, hier den Arm, da den Arm. Verdreht. Interessant auch, dass es ein Mann war. Ja, aber ich musste, hab einfach angeklickt, die nächsten drei Personen. Ja, aber das ist ja auch nicht so häufig. Ich glaube, ich wurde bislang dreimal von einem Mann irgendwie massiert. Ja, wurde doch so. Auf Bali. Auf Bali zweimal. Achso. Ja, und das war jetzt das dritte Mal. Achso, und es war halt auf dem Boden. Ach nee. Ja. Ah. Weil die Party, da fällt der ja von der Liege runter. Stuhl. Muss schon ein großes Brett dann sein. Das war halt komplett auf dem Boden stattgefunden. Und wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich klassische Thai-Massage. Ich weiß natürlich nicht. Aber es sah auch nach Thai aus. So, auf den Bildern sah es so aus. Ja. Es waren nicht die Physioräume, die am Anfang der Praxis waren. Ah, okay. Nee, das war schon richtig so mit Vorhang und so und buntem Tuch und allem drum und dran. Naja, ansonsten, das war aber wirklich trotzdem gut und ich glaube, das war von der Intensität jetzt auch gut, weil ich dann so, natürlich hat man das schon gespürt, ne? Aber dann dachte ich so, okay, wir haben jetzt Dienstag und am Sonntag ist mein Wettkampf, aber es war jetzt auch nicht Olli, weißt du, wo du so denkst, boah, da muss ich mich ja zwei Wochen von erholen. Es war eine gute Mischung. War eine gute Mischung, hat gut getan. Jetzt fühle ich mich erholt. Leute, es ist nicht zu fassen. Es ist schon die Starterliste raus für den Wettkampf und es sind einfach 24. Wo kommen diese ganzen Figurathleten dann plötzlich her? Ich habe das Gefühl, seit letztem Jahr, auch in Alicante und Portugal, es waren einfach schon so viele. Vor allem, wenn man es dann mit Bikini vergleicht. Ich dachte, es wären immer so viele Bikini-Athletinnen, aber Figur boomt. Naja, auf jeden Fall wird es wieder eine große Runde, sagen wir mal. Aber ja, im Endeffekt immer besser, wie wenn man da jetzt irgendwie nur so mit drei Leuten steht oder vier. Also das ist ja richtig bekloppt. Deswegen freue ich mich auf ein großes Starterfeld und bin gespannt. Lena startet, steht ja jetzt auch auf der Liste drauf. Noch mit aus Deutschland. Ansonsten ist es eigentlich relativ gemischt. Also es sind jetzt nicht nur Amerikaner, ein paar aus Kanada. Ja, ist ein gut gemischtes Starterfeld, sagen wir mal so. Das ist immer blöd, wenn man irgendwie nur Leute aus dem Land hat, wo der Wettkampf stattfindet. Aber gut, im Endeffekt ist auch alles wurscht. Im Endeffekt ist auch alles egal. Auf jeden Fall sind es viele Starter. So, ich habe jetzt nochmal gegessen, gearbeitet, esse jetzt nochmal, arbeite dann wieder und dann werde ich, glaube ich, einfach ins Bett gehen. Ja, also nicht so ein special Day, aber auf jeden Fall ein schöner Day. Hannah und ich haben, man kann jetzt nicht sagen, dass wir wirklich gefeiert haben, aber wir hatten trotzdem einen schönen Tag und darum geht's. Und ich konnte schön entspannen bei der Massage. Wir hatten gutes Training
Und Hannah ist jetzt gerade in der Sauna und die kommt dann ja auch gleich vielleicht nochmal irgendwann wieder. Dann wird mein Geburtstag auf jeden Fall nachgefeiert, wenn ich wieder in Deutschland bin. Genau. Freue ich mich drauf. Ich habe richtig Bock, so zu grillen oder so. Ich glaube, ich werde mir da irgendwas Nettes überlegen. Mal gucken. Mal gucken. Genau, ansonsten, wie gesagt, essen, arbeiten und dann geht's ins Bett. Und heute habe ich jetzt, wie gesagt, so gegessen, wie ich ganz am Anfang meiner Prep gegessen habe. Das war genau der Plan. Morgen esse ich dann so, wie ich ungefähr Ende Februar gegessen habe. Genau, das heißt, morgen werdet ihr dann ein bisschen weniger Kalorien sehen, aber trotzdem noch mehr, als ich gewohnt bin, was sehr erfreulich ist. Ja, so. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns morgen für Peak Week Tag 3. Bye, bye.